Willkommen zurück zu New Pokémon Snap. In der letzten Folge war ein bisschen langweiliger, könnte man sagen. Mittlerweile weiß ich auch gar nicht mal wirklich, was wir machen müssen. Uns wurde einfach nur gesagt, ja, guck dir doch mal alles an und schmeiß mal ein paar Bälle auf Pokémon. Also diese leuchtenden Kugeln, die wir letzte Folge bekommen haben. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen hier noch gespielt, damit ich hier zum Beispiel auf Level 3 mache. Level 3 ist hier anscheinend das Maximum. Und das habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe hier ein bisschen ein paar Seiten komplettiert. Ich blende mal ein bisschen was dazu ein, was ich gemacht habe. So, und jetzt werden wir mal das maximale Level des Parks in der Nacht anschauen. Und falls da nichts passiert, vermute ich einfach mal, dass wir vielleicht nochmal im Dschungel die Bälle benutzen sollen. Aber warum sagt das Spiel, dann sollen wir im Naturpark vorbeischauen und das machen? Das ist ein bisschen fragwürdig, wie ich finde. Aber okay. Wie auch immer. So, ich glaube aber nicht, dass es hier irgendwas Neues, Cooles gibt, was ich noch nicht habe. Eigentlich, denke ich, habe ich alles hier bisher. Aber es gibt ja hier ein drittes Level. Also irgendwas muss jetzt hier neu sein. So, erstmal hier ein paar Geheimtipps, wie man hier richtig viele Punkte bekommen kann. So. Hier ist doch ein Taubos. Hey, das ist komplett aus, wenn man das so abschießt mit diesen Leuchtkugeln, Luminabellen. Keine Ahnung, was das ist. Hier sind ein paar Enten. Also ich kenne mich mittlerweile sogar schon fast aus hier, ja. Weil ich diese Nacht hier so oft gespielt habe, weil ich dachte, vielleicht muss ich hier einfach ein bisschen leveln, weil ich war schon so nah dran am Level. Musste es aber nochmal dreimal oder so spielen. Also war schon nervig, aber ja gut. So, ich meine, bei den Raupis können jemand hier Fadenschuss einsetzen? Nein, machen die nicht. Irgendwann haben die mal Fadenschuss eingesetzt. Ich weiß aber nicht, warum die das jetzt nicht machen oder wie man das allgemein triggert, dass sie das machen. Verstehe ich nicht so ganz. Boah, also irgendwie wirkt es auf mich jetzt auf den ersten Blick nicht anders. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht fahren wir hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss da jetzt passieren. Ich meine, ich bin nicht umsonst jetzt auf Max, also Level 3 hier, gelevelt. Jedes Level hat anscheinend, oder jeder Bereich, Tag und Nacht einbezogen, hat anscheinend ein eigenes Maximum-Level. Weil Level 3 ist nur hier Maximum und nicht überall. Ich weiß auch gar nicht. Hi. Stehst ein bisschen im Weg. Ich weiß noch gar nicht, wie oft ich jetzt Pokémon Snap hochladen werde. Nice. Geiler Bidizapo. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich wahrscheinlich offscreen ganz viel leveln muss, damit irgendwas Neues, Interessantes für eine Folge kommt. Und ja, das kann halt manchmal dauern. So, da springt es ein bisschen hoch. Genau. Hier schlafen ein paar. Das habe ich alles schon gesehen. Also irgendwie ist hier nichts Neues. Vielleicht geht der Weg jetzt länger. Na, ich habe keine Ahnung, was jetzt neu sein soll. Irgendwas muss ich geändert haben. Irgendwas. Bisher ist alles gleich. Komm schon. Hier kommt jetzt ein Pinsir rüber. Hallöchen. Mach du irgendwas Besonderes? Super. Ja, ist halt ein ganz normales Pinsir-Bild, ne?
Wenn du es super findest, dann ist das schön. Irgendwie ist ja echt nichts Neues. Oh, was? Was? Fragezeichen? Wieso Fragezeichen? Hm? Da steht... Ist hier hinter? Irgendwas? Da stand gerade Fragezeichen. Dahinter ist irgendwas, okay. Hier ist alles gleich. Hier ist einfach alles gleich. Aber da hinten stand irgendwas. Da hinten soll irgendwas gewesen sein. Voll seltsam. Ja, aber es gibt halt nichts. Gar nichts. Gar nichts Neues. Euch halt hier, euch habe ich schon so oft fotografiert. Macht ja auch mittlerweile nichts Neues mehr, alle. Nein! Also auf den ersten Blick war jetzt alles komplett gleich wie beim letzten Level. Es hat sich nichts geändert. Wow. Das war sehr enttäuschend. Wozu habe ich mir die Arbeit gemacht, wenn es am Ende nichts gegeben hat, am Ende? Dafür, das Ganze? Naja, wie auch immer. Dann gucken wir doch mal ein bisschen in den Dschungel vorbei. Mal gucken, ob wir da irgendwie irgendwas Neues mit diesen Leuchtbällen erreichen können. Das haben wir ja zum Beispiel auch noch nicht nachgeschaut. Ja, das kippe ich ja alles schnell durch. Ich gucke da nicht lange drauf. Ja, sieht man einfach, dass ich weiß, wie man bei manchen Pokémon die 3, 4 Sterne bekommt. Das war eine reine Zeitverschwendung. Wie auch immer. Gucken wir mal, ob irgendwas Besonderes sonst außerdem noch in dem dichten Dschungel passiert. Durch diese Lumina-Leuchtwunderkugeln. Ich habe immer noch keinen Begriff dafür. Die haben einen richtigen Begriff, aber ich vergesse den immer. Und ist eigentlich auch egal. Das, was man benutzt, wenn man Y drückt. Ja. Gab es da irgendwo Safran gab es erst. Gab es erst in der Nacht. Warum sind die golden? Warum sind die jetzt golden? Vorhin waren die noch so bläulich, jetzt sind sie golden. Okay. Sage ich mal nichts zu. Oh, jetzt sind sie ruhig. Weil ich diesen Ball geworfen habe, sind die jetzt deswegen ruhig. Jetzt kann ich sie ganz gechillt von hier fotografieren. Cool. Also ja, es verändert halt ein bisschen das Verhalten von den Pokémon. Aber ich glaube mehr leider auch nicht. Oder Moment, vielleicht macht es bei dir irgendwas. Komm schon. Mach was! Mach was! Oh, blödes Letterking. Vor allem in der Nacht ist es einfach weg. Oh mein Gott, was? Arbok ist wach. Habe ich ein neues Level erreicht oder ist es automatisch so, dass es sich hier irgendwann ändert? Warum ist Arbok so freaking riesig? Und was ist da? Ein Felino? Ist das ein Felino da? Das sieht aus wie ein Felino. Oh mein Gott, wie traurig es guckt. Es hat Angst vor Arbok. Oha. Okay, das hier hat sich viel mehr gelohnt, hier nochmal vorbeizustuppern als das andere. Was, hier links soll es irgendwas geben? Ach, keine Ahnung. Hier gibt es Jan Mega auf einmal. Ich glaube, ich habe hier irgendwann ein neues Level erreicht. Kann das sein? Wenn du nicht nachgeschaut? Aber irgendwie ist alles neu jetzt. Guck mal, er ist glücklich. Haut mal ab hier, dies. Wie die auf ihn springen, um weiterzukommen. Und Molle denkt so, ah ja, cool, gibt's nicht. Hey! Hier, ess den Apfel. Ess ihn! Ess ihn! Ach, dann nicht. Dann hau doch ab. Oh, wenn man beide Sticks benutzt, dann ist man schneller beim Drehen. Okay, das ist gut zu wissen. Das hab ich gerade aus Versehen getestet, aber... Gut, dass ich es gemacht habe. Gut zu wissen auf jeden Fall. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr. Was machst du denn da oben? Ist schon ziemlich gefährlich, ne? Pass mal auf. Ja, ja, schön aufmerksam sein. Schön aufpassen. Oh, hi. Oh, hallöchen, ihr drei. Korb. Es fliegt weit, weit in die Luft. Und da ist es wieder. Cool.
Irgendwas höre ich doch. Ist denn nichts sonst? Oh, Hallöchen. Ja, macht irgendwie nichts. Wo? Oh. Was ist denn das? Eine Kristallblume, ach so. Du bist neu, Tukanon. Genau, schön posieren für mich. Gute Sache. Du auch vielleicht? Magst du auch für mich gut posieren? Aufwachen oder so? Irgendwas? Nein, schade. Ist hier irgendwas sonst noch? Also ja, die Änderungen waren schon schön, aber ich finde, die Änderungen lohnen sich nicht, so oft dieses gleiche Level ganz langsam, ohne irgendwie durchskippen zu spielen. Falls ihr versteht, was ich meine. Ist auch echt nichts. Man kann sich mit beiden Sticks bewegen. Der hier aber nur Position und der hier halt alles. Okay. Felino! Für Felino fotografieren! Ja! Oh mein Gott, wie cute! Oh mein Gott! Felino im Wasser! Felino! Guck mich an! Der geile Türknaller! Oh mein Gott, das ist voll cute! Oh mein Gott, das ist cute! Felino mit seinem Vater hier am Schwimmen. Es ist sogar das Morlord, was hier geschlafen hat. Wer weiß. Der Kunde nähert sich dem Ende. Ja, schon klar. Aber kann ich jetzt auch mal hier lang? Oder ist hier jetzt irgendein Pokémon oder so? Weil ganz ehrlich, du kannst mir nichts erzählen, dass hier nicht irgendwann mal was sein muss. Das ist doch so obvious, dass hier irgendwas ist. Ich gucke jetzt doch mal. Aber hier ist nichts. Das sieht voll... Was? Hä? Was denn? Das sieht voll so aus, als könnte man da lang. Hier ist auch wieder so ein Fragezeichen-Ding, wie bei dem Schild. Okay, das ist echt verwirrend. Hm. Habe ich wirklich vergessen, dass ich hier Level abgemacht habe, oder... oder kam das jetzt, weil ich diese neuen Bälle da habe? Ach, keine Ahnung. Was auch immer. Das war zumindest viel cooler als das andere. Wie es sich so erschrocken anguckt. Schon knuffig das Ganze hier. Hier Arbok. Haben wir kein Arbok-Bild in einer anderen. Ah, nur ein Stern Arbok. Schade. Aber das hier hat als Felino zumindest gezählt. Okay. Kommt schon irgendein tolles Bild von Felino. Was? Ich habe keine so tollen Bilder von Felino? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Das hier, sagt er, aber da gab es noch andere gute. Na ja, gut, ein Mega. Mhm. Das waren, oh, die zählten alle als Morlord-Bild. Aber das finde ich auch echt blöd, dass man das echt nicht entscheiden kann. Das finde ich voll enttäuschend. Ja, das ist schon traurig. Ja, hier zwei Sterne. Kapador halt. Tukanon ist hier neu. Und das ist eigentlich vollkommen egal, was wir hier nehmen. Okay, let's go. Ich würde sagen, wir machen dann noch, ich weiß halt nicht, wie lange die Folge werden soll. Ich will halt nicht jede Folge nur die gleichen Level spielen, das war's. Ich möchte euch ja nicht langweilen. Zugleich möchte ich aber auch nicht alles offscreen machen, weil dann kann ich gleich das ganze Spiel offscreen machen und dann nicht let's playen. Ja, keine Ahnung. Das ist größer, sieht man besser. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, dass wir jetzt noch mal a new discovery. Noch mal in der Nacht kurz nachschauen, ob es irgendwas Neues gibt mit den Bällen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir endlich mal was Neues freischalten hier im ganzen Spielverlauf, weil wird schon ziemlich langweilig alles. Weil ich weiß nicht, was ich tun muss fürs Spiel, damit er mir neue Gebiete freischaltet. Ich habe ja nur zwei von, weiß ich nicht, wie vielen es gibt. Ich rate immer noch sechs oder so. So lang ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Also ich werde das Spiel in 20 Folgen oder so wahrscheinlich durchspielen können.
Ja, also. Keine Ahnung. Ja, es scheint so, als hätte ich ein Level-Up bekommen und nicht gecheckt. Alles klar. Gucken wir nochmal bei der Nacht vorbei. Ansonsten weiß ich nicht. Irgendwas muss sich jetzt geändert haben. Komm schon. Spiel, was willst du, dass ich dir... Dass du mir neues Spielverlauf, neuen Spielverlauf gibst. Neues Upgrade. Story-Upgrade. I don't know. Lumina-Phänomen. Ja, okay, cool, bla bla. Aha. Hier, wenn wir das jetzt nochmal machen, nicht nur könnte uns neue, könnte etwas Neues passieren mit diesen Wunderbällen, sondern wir kriegen wahrscheinlich auch das Level-Up hierfür. Was, denke ich mal, ganz gut ist. Pass auf dich auf. Ja, das werde ich. Natürlich. Hallöchen, magst du irgendwas Cooles machen für mich? Nö, okay, dann nicht. Hier sind ganz viele Saftkons, die würde ich alle gerne mal fotografieren. Also eins halt. Alle jetzt vielleicht nicht. Aber ich hab so ein schlechtes Saftkon-Bild nur. Oh, hier sieht man sie gut. Mach mal Augen auf. Auf zu schlafen, wach auf. Hier ist das Spinnennetz. Vielleicht hier ein Ball, ein Apfel meine ich, ne? Sieht da nichts. Ne. Hier sieht überall nichts. Hier ist auch nichts mehr. Aha. Irgendwie wirkt das so ziemlich alles gleich. Irgendwie hat sich hier gar nichts geändert. Hey, was bist du denn da oben? War das ein Cleopatra oder war das was anderes? Ariados. Dem Ding berühren. Ja, aber jetzt sehe ich ja nicht, was es macht, wenn es da drüben ist. Kristallblume. Kehrt sich eigentlich niemand für. Ariados. Ledian. Mach was Besonderes. Mach was. Was Cooles. Hey. Ignorier mich nicht. Hey. Mach was. Mach was. Hier, nimm den Apfel oder so. Er nimmt den Apfel nicht, oder doch? Ja, mit den Äpfeln mache ich mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich ja eigentlich schon, weil wir eigentlich schon wissen, was passiert, wenn man den Apfel schmeißt, bei den meisten Pokémon. Das ist eines der ersten Sachen, die wir bekommen haben. Mitunter. Die ersten Sachen, ja. Das ist doch ein süßer Blick von Ledian. Das ist voll das süße Bild. Irgendwie ist das voll ruhig. Schlafen die mit offenen Augen? Wirkt auf mich so, wenn die ganze Zeit gar nichts machen. Die sind so, ja, ich hänge jetzt hier am Baum und ja, das ist mein Leben. Okay, cool. Ganz oben hier ganz viele Bubungus. Bubungus. Hier unten nochmal ein Carpador, ne? Oder ist er schon am Schlafen? Na, da ist er noch. Carp. Ja. Kaparo! Sonst ist aber nichts. Ehrlich nicht? Überall das gleiche Pokémon. Hey! Was ist denn hier Schönes? Schön am Schlafen hier. Okay. Zoom. Rüber. Nee, irgendwie hat sich hier nichts geändert. Und es ändert auch nichts mit diesen Bällen rumzuschießen, finde ich. Oh, das ist ein schönes Bild. Das war ein schönes Bild, finde ich. Da, dieses Mordort meinte ich vorhin übrigens. Das da oben rechts. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Spiel weiterkomme. Ich benutze doch die ganzen Bälle so oft und so viel in den verschiedensten Wegen. Aber irgendwie ändert das ja nichts. Irgendwie erreiche ich damit nichts. Und das verstehe ich nicht ganz. Nee, es passiert halt nichts Neues. Also ich weiß nicht, was diese ganze Lumina-Bälle-Geschichte hier sein soll. Ich finde das verlangsamt irgendwie ein bisschen das Spiel. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier neue Gebiete freischalte. Ich hoffe mal, dass ich einfach nur alles... Also alle Orte, die wir bisher haben, Tag und Nacht, einfach nur hier mit diesen Bällen spielen muss.
Halt jetzt außer das von Megani, das habe ich jetzt nicht gespielt, weil ich nicht denke, dass das mitzählt, aber wer weiß, vielleicht zählt das ja doch mit und das ist ganz wichtig. Okay, was auch immer da war, habe ich es verpasst. Wahrscheinlich hatte ich es schon vorher aber gesammelt, deshalb juckt es nicht. So, wollt ihr noch irgendwas machen mit diesen Bällen? Wollt ihr irgendwie rumtanzen? Bam! Mach irgendwas. Oder so. Ja. Cool. Alle am Schlafen. Nice. Hier in der Höhle vielleicht irgendwas. Hallöchen. Nö, ein bisschen Seegras. Ne, keine Ahnung. Hoffen wir, dass wir was Neues freischalten. Ansonsten muss ich wirklich online nachschauen, was ich falsch mache. Weil ich kann mir nichts anderes vorstellen, als jetzt halt mit diesen neuen Leuchtbällen nochmal alle Level neu zu machen. Aber selbst das ist irgendwie seltsam, finde ich. Hier, das Bild ist schön. Aber selbst das fände ich halt komplett seltsam. Einfach weil... Moment, welches Bild nehme ich? Warum ist das 2 Sterne? Egal, nimm das einfach. Ich finde das einfach... Es ändert sich ja kaum irgendwas hierdurch, dass ich hier alle fotografiere, finde ich. Also in meinen Augen macht das halt keinen großen Unterschied. Aber gut, wir werden es gleich feststellen. Vielleicht wird das Video gar nicht online kommen, weil ich gar nichts in dieser Folge erreicht habe. Doch, ich habe ja coole neue Pokémon fotografiert, also die Folge kommt auf jeden Fall online. Das ist ein richtig schönes Bild, finde ich. Wie ich finde, da das ist natürlich viel besser, wenn man da das Safcon auch mal sieht. Als in dem anderen Bild. Ja, es ist aber alles das gleiche. Warum hat das andere mehr Punkte? Ich habe keine Ahnung. Das hier ist natürlich schöner. Weil es also einen süßen Blick hat. So. Zack, zack. Zack, zack. Ist eigentlich ziemlich langweilig hier. Aber ich spule es so gute Skates vor. Und es ist ja jetzt auch schon zu Ende. Weil ich ja nicht so viel Verschiedenes fotografiert habe. So, das skippen wir durch. Wahrscheinlich kriegen wir Level Up. Oder von meinem Glück heute nicht. Oh doch, ganz knapp. Boah, ganz knapp. Oh, krass. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Oh, endlich. Ich erzähle davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Cool. Ja, dann let's go, erzähl's mir. Ich will die neuen Gebiete. Zeig sie mir. Lasst uns anfangen. Gleich 2 neue Gebiete? Wir können jetzt zu weiteren Orten aufbrechen. Ich habe 2 neue Teleportierpunkte ausfindig gemacht. Oh, echt? Wo denn? Einer befindet sich auf dieser länglichen Insel und der andere mitten im Meer. Ins Meer ist Captain Vince nie vorgedrungen, oder? Der Wahnsinn! Ich überlasse es euch, in welcher Reihenfolge ihr diese Orte erkundet. Strengt euch weiterhin an! Cool! Cool, cool! Dann würde ich sagen, machen wir das hier in der nächsten Folge. Dann haben wir endlich was Neues zu erkunden. Na, habt ihr Spaß bei den Erkundungen? Ich hatte vergessen, dem Professor etwas Wichtiges zu erzählen. Anhand meiner Beschreibungen hat er jetzt ein Upgrade für die Forschungskamera entwickelt. Was denn für eins? Eine Melodiefunktion, mit der die Kamera Töne abspielen kann. Das Erklingen der Melodie kann bei Pokémon andere Verhaltensweisen zum Vorschein bringen. Klingt abgefahren. Rita, kannst du den beiden bitte alles weitere erklären? Ja. Okay. Wenn man R drückt, ertönt eine Melodie. Drückst du R erneut, stoppt die Melodie. Manche Pokémon sollen dadurch aufwachen. Andere fangen an zu tanzen. Ich muss aber zugeben, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, die Funktion zu nutzen. Ihr sollt sie daher einfach mal ausprobieren. Okay. Alles klar, nächste Folge wird dann heftig mit 2 neuen Gebieten.
dort oben rechts und tatsächlich hier im Meer, wie ich es mir schon gedacht habe. Aber Moment mal, das sieht aus, als wäre die Map schon vollgefüllt. Da muss doch noch mehr hinterstecken, oder? Der Professor sagt, wir sollen als nächstes zum Volker. Wo sollen wir als nächstes lang? Beides kennt man schon vom Trailer. Dann werde ich es mir mal überlegen und dann werden wir es in der nächsten Folge rausfinden, was ich genommen habe. Das klang falsch. Egal, beenden wir es. Bye.